15 Jahre, 15 Tage. Radio 1 im Park am Gleisdreieck. Summertime. And the living is easy. Fish is jumping. And the cotton's high. Your daddy's rich. He's so rich. And your mom is good looking. So won't you hush, little baby? I want you, please don't cry. Standing by. Kino King Knut habe ich damals kennenlernen dürfen bei Halbe Treppe. Er hat ja auch kurz mitgespielt in dem Film, legendär, und hat uns da alle an die Wand gespielt vom 24. Stock des Hochhauses in Frankfurt-Oder, wo damals dieser Sender zu Hause war. Also nicht dieser Sender Radio 1, sondern der vom Film, weil da geht es auch um einen Radioreporter, und Knut spielte damals den Kollegen. Und so haben wir uns kennengelernt und lieben gelernt, und das war auf Anhieb ein Herz und eine Seele. Was ist das für ein Konzept? Also sind ja nicht 70 ausgewachsene Filme jetzt, und das wurde ja ein ganzes Festival. 20 Stunden insgesamt, das sind ungefähr 15. Es war wunderbar hier. Wir hatten ein absolutes Glück mit dem Wetter. Wir hatten Massen Leute hier, ein fantastisches Publikum. Und das Schöne ist ja, wenn du so im Radio sendest, weißt du, man redet ja immer so anonym, irgendwie so hinaus. Und jetzt mal die Leute zu sehen und das Gefühl zu haben, das sind jetzt deine Hörer. Und ich habe ja schon vorhin auf der Bühne gesagt, ab jetzt stelle ich mir das Publikum, die Hörer, genauso vor wie diese tolle Truppe, die da vor der Bühne saß. Also das ist meine erste Geburtstagsparty auf jeden Fall vor einem 15-Jährigen, weil das war ich bisher noch nicht. Ich habe schon bei Verwandten was gelesen, dann war ich 5 Jahre alt. Seitdem gab es eine große Lücke bis zu meinem jetzigen Lebensalter. Und wenn das Geburtstagsvolk so lachbereit ist wie hier, dann versuche ich es auch mal bei 16-Jährigen. Los, raus mit der Sprache, wer ist die Neue? Gott wurde allmählich ungeduldig. Außerdem war es längst Mittag und der alte Mann brauchte sein Nickerchen. Es ist... Jesus kroch schüchtern in sich zusammen. Du kennst sie wahrscheinlich gar nicht, Papst. Nenn mich nicht immer Papst, wir sind ja schließlich nicht auf der verfickten Ponderosa. Also, Heiliger Vater. Wie oft soll ich dir noch sagen, Heiliger Vater, das ist der alte Spucke-Opa in Rom. Ich bin der Allmächtige, ja. Lass mich ganz einfach Vater nennen. Gut, Vater. Die Neue heißt Nina Hagen und... Und weiter kam Jesus nicht. Dietmar Wischmeier, meine Damen und Herren. 15 Jahre, 15 Tage. Der Radio 1 Geburtstag im Park.